Leute, das Finale droht. Das Finale droht. Ja, willkommen zurück in Mario Luigi zusammen durch die Zeit. Mal sehen, wie oft ich es noch sagen werde, weil wir sind wirklich kurz davor. Wir haben jetzt diesen ganzen Bereich, den ihr hier auf der Karte seht, komplett abgeschlossen. Zwar gibt es da oben nochmal ein Item. Um genau zu sein, noch ein Stück weiter. Im nächsten Raum gibt es dann noch ein Item. Wo ich aber momentan nicht weiß, wo man da rankommt. Hier. Aber da ist ja auch kein Pfeil eingezeichnet, daher bin ich da ein bisschen überfragt. Egal, wir holen erstmal die Babys her. Und dann will ich mal kurz was ausprobieren. Vielleicht kommt man da mit so einem Wirbeldreher dahin. Nee. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ist mir schleierhaft. Wir gehen jetzt hier in die Röhre rein, die wir im letzten Part frei haben, so früh sehen. Wir sind jetzt auf der anderen Seite des Schlosses, wo wir letztes Mal halt auch nicht weiterkamen. So viele Wege gibt es hier, so viele Röhren. Oh lol. Neuer Gegner, kein neuer Gegner, aber Gegner mal wieder. Letzten Part hatten wir kaum Kämpfe, eigentlich nur mit den Babys. Sonst gar nicht. Daher wird es Zeit, dass wir mal wieder normale Kämpfe hier mal ein bisschen durchführen. Ups. Sorry, Luigi. Och nee, nicht diese Attacke. Ja, war klar. Und Mario, das sieht gar nicht gut aus. Oh lol. Mal wieder das Phänomen, dass einer nicht getroffen wird und der andere schon. Egal. Der Dino ist besiegt und du noch nicht Schuss? Ah, gibt es eine Attacke davon? Von dem Kleinen. Ich werde Mario heilen nach dem Kampf, denke ich. Oder? Er kann ja jetzt nicht angreifen, daher nutze ich diese Zeit ruhig mal. Und setz mal einen Superpilz ein. 80 KP gehören mir. Eigentlich 40 KP, aber dank unseres Ordens doch mal ein paar mehr. Zeit gut genutzt hier. Und dann geht's jetzt gleich weiter zum nächsten Kampf. Hier war ja noch einer. Ja gut, erster Angriff habe ich jetzt nicht hinbekommen. Oh, wieder dieselbe Sippschaft hier. Oh, toller Treffer, sehr schön. Das gefällt mir dann doch. Okay, er ist nicht besiegt. Das finde ich sogar gut. Aus dem vollen Grund. Oh. Shit. Aus dem vollen Grund, dann hätte der Geist jetzt ihn vielleicht die Sets gepusht und danach wäre der Dino eh tot. Also. Egal. Vielleicht ist es ein bisschen unklug, den Großvater da anzugreifen. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kriegt er nämlich hier Boost und kann seinen Großvater wieder heilen. Egal, kriegen wir trotzdem noch einen. Wir machen ja ordentlich Schaden mit den Beinen. Ich denke mal, wir sind sehr gut aufgestellt. Und ja. Also ich könnte sogar damit rechnen, dass der nächste Part sogar schon der letzte sein wird. Bin mir nicht ganz sicher, aber doch, doch, könnte sein. Könnte sein. Mal sehen. So, dann gibt es hier ein paar Items und nochmal einen Gegner. Ja, den besiege ich schnell. Ach, tolle Scheiße. Ach, wisst ihr was? Hier setze ich mal ganz schnell einen Blumenmix ein. Let's go! Nein! Das die ganze Zeit den falschen gedrückt. Aber gut, die hinteren beiden sind besiegt und vorne haben beide die Großväter verloren. Tut mir leid für den Verlust, aber das muss sein. So, du willst dich bitte auch noch verabschieden? Es war klar, dass er nochmal den Großvater holt. Komm, toller Treffer. Schade. Hätte ja sein können. Ja, gut, den Großvater zu holen hat es ja wirklich viel gebracht. Tschüss. Und Level 30 erreichen wir noch. Sehr schön. Zumindest mit den großen Brüdern. So, KP wäre möglich. Was wäre noch möglich? Nur KP momentan. Na gut, dann. Plus 2. Nein, das Niedrigste, was man bekommen hätte können. So, Level 30 auch für Luigi. KP. Angriff. Bart. Luigi ist ja der KP-Typ. Also nehmen wir natürlich dann die KP plus 5, sehr schön.
So, Blumenmixer 2 Stück, Taschenbau 2 Stück. Und nochmal einige Bohnen hier. 3 Stück. Uiuiui. Dann geht es hier einmal nach links zur Bibliothek. Hier ist auch nochmal ein Gegner. Und ein Schalter. Dass man halt jetzt hier hochkommt. Oder auch generell rüberkommt. So, da können wir die Babys draufschmeißen. Fast. Wir können sie fast draufschmeißen. So ist es natürlich dann nochmal ein bisschen besser. 100 Pilz DX. Und dann gibt es hier nochmal grünen Pfeffer und roter Pfeffer. Wir werden sowas von mit Items jetzt versorgt. Also. Nicht, dass der Bosskampf gleich schon kommt. Der Endbosskampf. Ich weiß es nicht. So, dann geht es hier rüber. Alter, das riecht nach einem Bosskampf. Das Phänomen kennen wir ja. Schau mal, Freunde, ich heile mal. Alle mal hier, mal durch. So. Falls jetzt wirklich irgendwas folgt. Okay, jetzt sind wir hier. Hier geht's auch dann hoch. Aber wir haben zum Beispiel, glaube ich, auch noch gar nicht die dritte Röhre aktiviert. Kann das sein? Ich kommt dann doch noch irgendwas, weiß ich nicht. Wonder Pit Sticks. Hier gibt es einen Schalter. Können wir zum alten Bereich zurückkommen? Alter, ich bin sehr gespannt jetzt hier. Ich habe das jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie das hier nämlich weitergeht. Jetzt geht es hier zur Statue rauf, okay. Da gibt es nochmal ein paar Items. Ah, das war nicht ganz klug so. Vielleicht von einer höheren Position aus. Ja, passt schon besser. Alter! Blumen. Ja! Jo, ist klar. Das muss der Endbosskampf sein. Ich bin gerade mit voller Fragezeichen im Kopf. Okay, hier gibt es auch noch. Und hier gibt es dann auch noch mal eine Röhre. Lauter Speicherblöcke? Also hier 3 Stück in diesem Bereich. Ernsthaft? Wollen die uns mehrmals daran erinnern? Ey, du musst doch speichern, oder wie? So, jetzt sind wir hier beim dritten Dings. Gut. Ist das auch schon mal ehrlich? Ich habe mich schon gefragt, ob ich das vielleicht ausgelassen haben könnte. So, dann gehe ich mal hier rein. Hier ist bisher nichts. Außer Items. Pilzen nochmal. Da! Super Pilzen nochmal 4 Stück. Ist ja nicht so, dass wir eben gerade 5 bekommen haben. Ultra-Pilz nochmal 4. Ja, sind hier Max-Pilze drin. Ja, natürlich. Der nächste Speicherblock. Mario? Hä? Meine Sensoren schlagen an. Ja, es besteht kein Zweifel. Der Koboldstern agiert vollkommen wahnsinnig. Er versucht uns etwas mitzuteilen. Ich übersetze für sie. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Doch jetzt heißt es, lebe wohl. Zumindest glaube ich, dass er das gesagt hat. Bitte setzt eure Suche nach Prinzessin Peach fort. In der Zwischenzeit versuche ich, das Versteck von Prinzessin Schrub ausfindig zu machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in etwa der Hauptinhalt war. Okay. Der Koboldstern versucht uns zu helfen. Jetzt ist er fort. Kommt sie, wir müssen schnell die Prinzessin finden. Pilztower. Ja, jetzt kriegen wir nochmal die ganzen Pilztower. Von normal bis super bis ultra. Hier links. Gibt es da noch was? Nee. Hier gibt es nochmal. Was? Mario! Verzeihen Sie all den Ärger. Dies mag zwar eher plötzlich erscheinen, aber würden Sie hier bitte unseren Fortschritt speichern? Es ist nur so, dass meine Vorhersehungssensoren Alarm schlagen. Ich glaube, sobald wir diese Tür durchschritten haben, gibt es für uns kein Zurück mehr. Ich habe keine Lust, einen so einen Mistzyklus für unser Abenteuer starten zu müssen. Haben Sie wirklich alles erledigt, wenn Sie mir folgen können?
Gibt es noch etwas, worum Sie sich kümmern möchten? Nein, gar nichts? Dann zurück zum Abenteuer. Es ist das Finale. Das war jetzt die eindeutige Bestätigung. Oh, nochmal ein Heilungsblock, lol. Das ist das Finale. Uiuiui. Ob wir das schaffen? Die Frage ist... Wie gesagt, ich habe keine Erinnerung mehr. Schaffen wir das noch in diesem Part? Ja, ich werde jetzt nicht den Part unterbrechen. Jedenfalls gibt es einen mega langen Part. Oder ich mache einen Cut dazwischen. Also wenn ihr da einen Cut seht, dann wird das zu lange dauern. Das heißt ein Peach. Mario! Luigi! Luigi. Vielen Dank, dass ihr all die Mühen auf euch genommen habt. Wer sind denn diese entzückenden kleinen Knirpse? Oh, kann es denn sein? Diese Babys sind doch Mario und Luigi, nicht wahr? Ja, Mario und Luigi aus der Vergangenheit. Wie schön es doch ist, euch in Sicherheit zu wissen. Klappt nicht. Ich fürchte, dieses Gebiet wird von einem seltsamen Energiefeld des Schubs umgeben. Es wird nicht leicht sein, dieses zu umgehen. Beans, wie habt ihr es geschafft, so weit zu kommen? Ich dachte, die Schubs hätten auch den Eingang zum Palast mit einer Barriere versehen. Was? Der Koboldstern? Sammelt seine Splitter? Hier in diesem Schloss? Aber das ist... Kann es denn sein? Mario, du musst mir nun zuhören. Weißt du, der Koboldstern. Hä? Jetzt werden wir noch angegriffen. Woher wissen die, dass wir hier sind? Gut, wir haben ein paar Gegner besiegt auf dem Weg. War übersprungen. Mario, wir stecken in einer Zwickmühle. Wir müssen das Mutterschiff aufhalten, ansonsten wird dieser Ort zerquetschifiziert. Da fällt mir ein, dass sich weiter oben eine Anlegestelle befindet. Vielleicht könnt ihr etwas erreichen, wenn ihr einen Weg nach oben findet. Lassen Sie uns mal nachsehen. Wenn wir eine Untertasse kapern können, können wir vielleicht auch noch das Mutterschiff aufhalten. Beeilt euch, macht euch keine Sorgen um mich. Ich bleibe hier und hoffe auf eure sichere Rückkehr. Ja, der bleibt ja auch nichts anderes übrig. Uiuiui. Vielen Dank, Baby Mario. Mario, ihr alle, rettet das Pilzkönigreich. Ich bitte euch. Kriegen wir hin, Prinzessin Peach. So, jetzt gibt es hier einen Weg, hä? Achso, das ist der normale Weg. Wir schauen uns nochmal kurz um. Während hier die Welt untergeht, schauen wir uns natürlich nochmal um. Ist ja auch klar. Hier gibt es sonst nichts weiter. Okay, dann let's go. Meine lieben Freunde. Und hier gibt es nochmal einen Speicherblock. Bei meinen Leder, bevor Sie das Speicheralbum schreiben, hören Sie mir gut zu. Ich habe das Flugprogramm analysiert, welches ich vom Mutterschiff runtergeladen habe. Es ist mir gelungen, es zu modifizieren, um mit seiner Hilfe durch die Zeit zu reisen. Jetzt können Sie in die jüngere Vergangenheit reisen. Ich nenne es Steckwegs-Spezialservice-Vapulator. Sollten Sie etwas vergessen haben oder etwas erledigen wollen, kann ich Sie in die Zeit vor Prinzessin Peachs Rettung zurückschicken. Was möchten Sie tun? Speichern. Aha, hier können wir dann später in die Zeit zurückreisen. Interessant. Babys? Mitkommen? Wie wär's mal damit? Wenn wir mal dem Mutterschiff mal eins mal auf den Deckel hauen. Hat er hier so einen großen Deckel drauf. Und zwar dasselbe Prinzip, was wir schon letztens gesehen haben anscheinend. So wie ich den Raum hier halt sehe. Das kriegen wir hin. So, wir gegen das Mutterschiff. Let's go. Jeder hat vier Leben. Oh, jetzt wird's wirklich ernst.
Ach, wir müssen die Fischer hier besiegen, oder wie? So. Nein. Ja, sehr schön. Hatte Glück, dass er nochmal runtergeflogen ist. Komm. Jetzt. Hä? Wie können wir dem Mutterschiff Schaden zufügen? Ach, ich glaube, es leuchtet mir gerade ein. Ja, wir müssen diese Untertassen dagegen schießen. Interessant. Nein, das war knapp. Oh, interessanter Bosskampf. Interessanter Bosskampf. Weil er selbst ist da gegen Resistenz. Wow, wow, das war knapp. Ja, sehr schön. Das war aber auch extrem knapp. So. Unser Schiff ist kurz weg. Nein! Jetzt wurden wir getroffen. 3 Leben gegen 2 Leben. Komm, das kriegen wir hin. Komm jetzt. Die Quetsche los. Nein! Das Problem ist, dass wir auch immer dann wieder nach unten gleiten. Ja, jetzt. Wunderbar. Und gleich die anderen auch mit ausgelöscht. Und finaler Schlag. Boah, ey. Oh, ist da eingestürzt. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Ich mache jetzt dann noch einen Cut. Und der nächste Part wird dann, denke ich mal, der letzte Part sein. Und ein sehr geiler Part. Also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal mit ein. Das ist jetzt für euch Pflicht. Schreibt euch das als Hausaufgabe, bitte ins Hausaufgabenheft, wie auch immer. Und dann bis zum nächsten Part. Ciao.